In das Mehrgenerationenhaus Südtreff in der Schweizer Straße in Hoyerswerda lädt der Nachbarschaftshilfeverein am Dienstag ab 9 Uhr wieder junge Muttis zum Frühstückstreff ein. Mit dem NHV kann auch am Dienstag wieder gekegelt werden. Los geht's da um 10 Uhr in der Anlage am Jahnstadion. Die Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda bietet am Dienstag ab 13 Uhr wieder die Hausaufgabenhilfe in der Learning Group an. Um 14 Uhr startet das Angebot alles rund um den Garten. Ab 15 Uhr wird in der Holzwerkstatt gebastelt. Die AG Schach im Natz in Hoyerswerda am Markt lädt am Dienstag ab 14 Uhr Anfänger, aber auch wieder Fortgeschrittene zum Mitmachen ein. Geöffnet hat auch die Kreativwerkstatt. Im Jugendclubhaus Ossi in Hoyerswerda ist am Dienstag ab 14 Uhr Game-Tag. Dazu können die offenen Hausangebote und ab 15 Uhr der Internetpoint genutzt werden. Bei der Volkssolidarität in Hoyerswerda im Haus der Parität in der Mannstraße öffnet am Dienstag um 14 Uhr das Handarbeitsstübchen. In Lauter macht der NHV um 14 Uhr am Dienstag das Stelldichein in der Einsteinstraße auf. Dort ist Spielenachmittag. Um 15 Uhr öffnet am Dienstag die Fahrrad-Selbsthilfewerkstatt des NHV in der Einsteinstraße 47 in Hoyerswerda im Haus C. Im Lohab-Kino der Kulturfabrik in Hoyerswerda am Markt läuft am Dienstag ab 17 Uhr Die Schneiderin der Träume, eine Romanze aus dem vergangenen Jahr. Um 20 Uhr wird der Film Die Frau des Nobelpreisträgers The Wife wiederholt. Eine Informationsveranstaltung zum Breitbandausbau im Landkreis Bautzen gibt es am Dienstag um 18 Uhr in der Aula der Paulusschule in Königswartha. Interessierte sind am Dienstag um 18 Uhr zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderates der Einheitsgemeinde Loser ins Rathaus in Loser eingeladen. Einen Live-Vortrag im Süden Afrikas gibt es heute um 19 Uhr im Kufa-Café am Markt in Hoyerswerda. Achimitsch aus Solschwitz erzählt mit über 500 Fotos von seiner Tour über 4 Wochen und fast 6000 Kilometer durch 5 Länder im Süden Afrikas. Vorhaben der Stadtentwicklung in nächster Zeit stellt am Dienstagabend die Verwaltung im Kamenzer Rathaus vor. Interessierte sind auch zum Mitdiskutieren herzlich eingeladen. Beginn ist um 19 Uhr. Und in Bautzen liest Konstanze John am Dienstag aus ihrem Buch 40 Tage Georgien unterwegs von Tiflis bis ans Schwarze Meer. Um 19 Uhr ist Beginn in der Stadtbibliothek in Bautzen.